Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu Deponia. So, jetzt gucke ich mal kurz. Goodbye, Deponia. Übrigens, kann ich Bruso das einfach so geben? Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Das ist ein Klostein. Oh. Ja, genau. Das ist nicht nur eklig, sondern auch hochgradig giftig. Oh. Ja, aber es macht die Zunge so schön blau. Ich passe. Okay, gut. Wir müssen das alles irgendwie dann... Das eine verursacht Schnupfen, ja, das andere färbt die Zunge blau. Ja. Das macht schon mal... Ja, das ist gut, aber... Besser ich halt... Ja, gut, ich kann... Der Klostein färbt halt ab. Okay, aber ich muss das irgendwie... Eigentlich in das leere Glas. Ich wusste es doch. Zahnpasta. Ja, nee, geht nicht. Also dieses... Ist also dieses Glas ist welches komplett... Ja, ist komplett leer. Okay, gut. Die Münze ist zu groß. Wie kriege ich die Münze klein? Oder was mache ich, damit ich die Münze klein... Gab es hier irgendwo noch so ein Automat oder sowas? Zimmertür... Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wind. Okay, gut, da rein. Ah, jetzt kann ich da wieder rein. Das ist ja schön. Oh, weiß. Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine Karriere als Weltenretter scheitern sollte. Der hat jetzt ganz schön viele Haare. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht... Richtig. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ja, das hatten wir schon. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Ja. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Ja gut, das hatten wir schon. Ich finde... Du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Ja. Ach, die ist ja nicht... Das hatten wir schon. Ja, die Augenbrauen nochmal zupfen. Was könnten wir da dann noch machen? Vielleicht hier das leere Glas. Komm, wir haben dein Vieh weg. Solange er es nicht vermisst, ist es auch kein Diebstahl. Okay. Gut, das ist ihm also egal. Vielleicht hier Kopfkissenbezug. Vielleicht muss er das drüber packen. Gute Idee. Aber so würde er es bemerken. Das ist richtig, ja. Die Münze, kannst du die kleiner machen? Nehmen wir mal an, ich würde zufällig das Geld auf deinem Tisch vergessen. Würde die Welt dann trotzdem untergehen? Das Schicksal lässt sich nicht bestechen, Rufus. Lässt sich das Schicksal denn vielleicht durch Gewaltandrohungen einschüchtern? Nein, denn das Schicksal kann Shai Hulu... Und hat außerdem eine geladene Plasmapistole unter seinem Tisch kleben. Das war nur so eine Frage. Oh, okay, gut, Kapuze. Gut, ihm kann ich ja den Staub. Das, so, der Humor ist ja, aber ich denke... Also den Staub, das brauche ich eher dann später für Bosa, aber mehr kann ich da nicht machen. Gut, jetzt ist er wieder raus, aber bringt mir das irgendwas? Gehen wir nochmal in das Dunkle. Oh, oh, guck mal. Ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Ja, genau, wegen Spannen. Okay, verstehe. So, durch das Loch kann ich jetzt selber durchgucken. Was war das jetzt? Spannbettlaken. Kann ich das jetzt hier... Nicht nötig. Nicht nötig, okay. Es ist ein Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Moment, aber das könnte ich ja jetzt wahrscheinlich anziehen, oder? Um damit das Loch zu stopfen, müsste ich zunächst... Ja, das Loch will ich ja auch gar nicht stopfen. Aber ich muss mit dem wahrscheinlich... Irgendwas kann ich mit dem dann wahrscheinlich machen. Komm, ich gebe ihm das mal. Ich habe dreckige Wäsche zu waschen. Das haben wir alle, mein Junge. Aber deine Sekte blockiert die Wäscherei. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Okay, in die Kapuze. Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich diese Textilien kaum. Der Experte jedoch erkennt Abweichungen in den Symbolen auf dem eingenähten Etikett. Offenbar eine antike Hieroglyphenschrift. Nee. Eine antike Hieroglyphenschrift? Ja gut, das ist eine gute Frage. Weil überstülpen kann ich das jetzt nicht. Nee. Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweis. Ja, mit 6 Symbolen, genau. Aber das bedeutet, ich müsste eigentlich... Moment, ich gehe jetzt nochmal raus in die Wäscherei. Da. Weil eigentlich sind die doch mysteriöse Wäschesekte. Entschuldigung. Dauert das hier noch lang? Ja, das hatten wir schon. Kumpa, ja, ja. Nein, nee, das wollte ich nicht. So.
ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein Genau. Aber wenn ich jetzt hier das Spannbettlaken... Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Verdammt. Könnt ihr mir die Münze wechseln? Was kostet es mich, wenn ich vor euch drankommen möchte? Es kostet dich die Seele, dieser wird schmoren im ewigen Feuer. Es kostet dich deinen Stuhl am Tische des jüngsten Gerichts. Es kostet dich den Frieden in dir selbst für Ewigkeit. Es kostet dich alles. Es kostet dich nichts. Was? Oha. Könnt ihr eventuell rausgeben? Sieht schlecht aus. So, okay, gut, also das funktioniert so nicht. Kann man denen ein leeres Glas geben? Wie wäre es mit einem kleinen Tauschgeschäft? Okay, aber ich hab doch noch... Egal. Ach so, das ist neu. Ihr habt ja keine Ahnung, was euch da entgeht. Das ist richtig, ja, vielleicht hier die Tasche? Wie wäre es... Nein, das hat wir gerade. Aber ich glaube, ich kann da sonst irgendwie das Kopfkissenbezug vielleicht. Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Verdammt. Aber ich kann mir das ja auch selber echt nicht anziehen. Es ist ja, außerdem komisch. Kann ich die vielleicht kombinieren? Oberflächlich betrachtet. Der Ex offenbar ein... Ja. Vielleicht hier so, Zimmerschlüssel Nummer 5. Nein. Was? Für ein Spannbettlaken ist es enttäuschend unspannend. Ich vermute mal, es liegt am ausgeleierten Gummi. Okay, ein ausgeleierter Gummi. Also dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Gut, vielleicht mit der Tasche kombinieren? Solche Taschen sind doch nur was für Anfänger. Echte Profis tragen ihr Gedöns lose im Mantel. Da sind nur noch Scherben drin. Scherben? Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Ja, das ist die Frage. Kann ich den Klostein jetzt hier vielleicht? Nein. Besser ich halt. Okay. Wobei ich könnte den... Okay, nee, das hilft auch nichts. Okay, schade, ich kann da nichts machen. Dann nochmal zur Rezeption. Da ist immer noch ein Bot. Ich bleibe lieber in... Man kann nicht vielleicht die Uhr hinten umstellen irgendwie? Wer braucht schon Werkzeug? Wenn er Hände wie Schrauben... Ja, das hatten wir schon mal. Ja, schön. Funktioniert nicht. Vielleicht da mit den Spannbettlaken. Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ei, Blut, Kakao. Eine Mutter. Was? Ach, ey. Ja, vielleicht die Kaffeemaschine mit dem Kopfkissenbezug kombinieren? Für die aktuelle Phase meines Plans brauche ich keinen Kaffee. Oh. Und praktischerweise gibt es hier keinen Kaffee. Das Zeit ist ja für die super. Nächste Phase. Das ist ja super. Gut, jetzt ist aber echt die Frage, boah, wie geht's jetzt weiter? Was kann ich jetzt wieder weitermachen? Da kann ich ja sonst nicht wirklich was machen. Vielleicht nochmal raus. So, im Klo unten. Toilettenpapier. Ach, Toilettenpapier haben wir da auch noch. Guck mal. Ah, stimmt, das ist ja wie... Stimmt, da war ja was. Das ist ja ganz, ganz... Dingens, ne? Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Okay, gut, jetzt haben wir hier Toilettenpapier. Ah, da können wir... Ach, da können wir den jetzt schleifen, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht... Oh, ja, das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Das. Ah, abgeschliffene Münze. Cool, okay, das ging sehr schön. So, zu den Zimmern. Gut, dann gehen wir da einmal nach unten. Blöd, dass wir das nicht gemerkt, dass wir das nicht gecheckt haben, dass da Toilettenpapier drin ist. So, und jetzt lassen wir uns hier eine Pastete raus. Ah, schön. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Aber du sollst es nicht selber essen. Ich glaube, ich werde trotzdem Oso den Vortritt lassen. Ja, genau. Pastete. Sehr schön. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Gut, aber ich würde sagen, wir verfeinern die mit Staub. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Und ich würde auch sagen, wir packen auch ein bisschen Zahncreme mit dabei. Pasta auf die Pastete. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Ja, alles kein Thema. Kommen dann noch, die Zahncreme behalten wir, okay. Dann noch ein bisschen Pfefferstreuer. Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey!
keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Schön. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Klostein. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge isst ja mit. Ach schön, das ist ja eine tolle Pastete. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete vorausgesetzt. Ja, okay. Pastete mit ganz vielen tollen Sachen. So, zu den Zimmern, dann werden wir jetzt unserem Freund hier ein bisschen was zu essen geben, weil er ist ja unser Freund. Komm, Boso, iss doch mal ein bisschen. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich hab Fieber. Meine Fumme blau. Wie Doc am Grill-Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Ja, die haben wir ja schon mit. Ich weiß nur noch nicht, was uns das genau bringt, aber... Hier, ja. Ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Oh, ach, das ging ja jetzt. Wie ging das denn? Vor allem, wie hat dieser... Wie geht denn das? So, jetzt haben wir Brosos Handtuch. Wozu brauchen wir das Handtuch jetzt eigentlich genau? Weiß man nicht so genau, ne? Ich habe ihn vor einer Schüttelpockeninfektion bewahrt. Freunde tun sowas füreinander. Hey, Boso. Oh. Sorry, ich muss hier weg. Gut, aber mit dem Handtuch... Ja, vielleicht können wir dem Typen jetzt die Haare schön machen. Moment. Hier mal kurz. Oh, ich finde das so lustig, was der immer durchfliegt. So. Ich habe dreckige Wäsche zu waschen. Das haben wir alle, mein Junge. Aber deine Sekte blockiert die Wäscherei. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. So, jetzt haben wir... Moment. Jetzt haben wir hier ein was Grünes, was Blaues, was Rotes. Na toll, das wird wieder so. Komm, wir packen ein bisschen Zahncreme in die Kapuze. Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Auf jeden Fall. Aber warum haben wir jetzt eigentlich den Stoppel in diese Leitung gepackt? Das verstehe ich nicht. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leid. Ist richtig, ja. Ach komm schon. Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen. Ich bin schon da. Ja. Ich habe... Gut, genau. Was treibst du da noch gleich? Das hat ich mir mach auch schon, ja, gut, aber... Verstehe, das kann eine Weile dauern. Was treibst du? Ich mach die Welt... So. Ich finde, tu sie... Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Ach, die ist ja nicht... Keinem von uns. Ja, keinem von uns, genau. So, die Augenbrauen noch zupfen. Habe ich noch irgendwas Sinnvolles? In der Tasche sind Scherben. Vielleicht, komm. Absurder Humor ist ja, aber okay, ich denke vor... Nicht. Okay. Vielleicht können wir die Scherben in das leere Glas solche packen. Solche Taschen sind doch nur was für andere. Genau so vielleicht? Also dieses ist kommt. Sollen wir ihm vielleicht hier das... Verdammte Kiste. Die Spinne ist weg. Dabei hatte ich mir das so lustig vorgestellt. Ach, die Spinne... Ja, gut, aber ich meine... Was soll da lustig dran sein? So, aber mit den Geschichten... Warum haben wir die Zahnpasta noch? Das ist noch ein bisschen Verwirrung für mich. So. Klopfen da nochmal an. Hi! Hallo? Ist da draußen jemand? Der Bent! Okay, gut. In den Schrank, da passiert ja nichts, oder? Nee. Geh mal rein und oh nein! Dieser Druck, ja, bla bla. Rufus, der Beste! Ich bin der Größte. Ja, genau. So, sonst ist ja hier nichts. Nee, gut, in das dunkle Zimmer. Da ist ja sonst auch nichts, außer dieses lustige Loch. Können wir da irgendwas machen? Nee. Außer vielleicht Zahnpasta durch. Ich will das Rinnsal nicht mit Schaum. Ja, das war schon. Ach, jetzt kann man da natürlich immer raus. Okay, ich kann den Stoppel, aber trotzdem. Ich weiß nicht, was das bringen soll.
Mit diesem Shampoo von Bosos... Ja, ich behalte genau. So. Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls... Genau, okay, gut, da können wir sonst nichts machen. Ich bin echt ein bisschen überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Rohr geht eigentlich nur da nach unten. Gehen wir nochmal raus? Kann ich eigentlich hier noch was machen? Die Heizung ist aus und das soll auch Nö, so bleiben. Kann ich nicht, dass okay. ich das nicht denke hier. Ja. Er denkt an die Umwelt. So, können wir dann hier jetzt beim Pelikan das nochmal weg? Nee, noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein. Meine Hand riecht jetzt noch okay, nach Fee. Nee. Moment. Ja. Das wird dem Großmaul eine Lehre sein. Sollen wir das jetzt alles in den Mülleimer werfen? Nee, oder? Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Ja, ist doch so, oder? Komm, die Zahncreme vielleicht. Okay, ich hab's doch selten so. So. Aber vielleicht hier das leere Glas in den Vogelkrug rein? Wollen wir tauschen? Fisch gegen... Gut, dann eben nicht. Gut, ich meine, ja, jetzt geht halt das durch das grüne Rohr, das ich... Kommt da nochmal was raus? Mit einem lustigen Schleimteil. Und ich dachte all die Jahre... Ja. Jetzt ist es leer. Oh, es ist leer. Das ist ja schade. So, ja gut, dann machen wir nochmal das Telefon. Goal, was ist eigentlich mit dir los? Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Ich rette dich. Und dann geht's ab nach Elysium. Hallo, Rezeption. Ja, das hatten wir schon mal. Zimmer 1 machen. Zimmer 1. Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fisch. Das hatten wir schon. Na gut, ist ja Ihr Essen. Seien Sie im Restaurant und der Lapskaus. Ja, schon gut. Geben. Na gut, wer bin ich denn einem... Denken Sie dran, Litis. 12 Uhr, ja. Sie dann... 12 Uhr. Gut, aber ich kriege jetzt den Roboten nicht mehr Hallo? Weg, oder? Hallo, Rezeption? Immer zu Dienst. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Aber machen wir Zimmer 5 Zimmer nochmal. Zimmer 5. Echt jetzt? Ja, wie kann ich... Ich würde gerne etwas... Was soll die... Sie kommt aus okay, da ist ja sonst auch nichts. Nee, okay. Gut. Kein Problem. So, da ist sonst nichts, außer dieser komische Drittelschrauber. Ein Drittelschrauber? Wie praktisch. Ich ziehe Muttern eh immer nur zu einem Drittel an. Weil sie irgendwann ja sowieso wieder voll alleine Ah, aber... Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber. Ja. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kommen. Ich sag... Ist ja schon gut. Komm, ich packe einen Kopfkissen mit Zugewehen drüber. Hey, Doc. Du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bist du beschäftigt. Okay. Ich wollte ihm dann eigentlich vielleicht das Spannbettlaken. Hey Doc, du rätst nicht. Okay, das hatten wir schon. Okay. Das normale Handtuch. Hey Doc, du rätst immer bitte. Nichts da. Ich brauche den aber. Nichts da. Brauche den aber, um die Mutter da unten abzuziehen. Vielleicht das statt einem leeren Glas. Nichts da. Und ich sag, ist ja schon gut. Hier du vielleicht. Hey Doc, du rätst nicht. Nee, okay. Gut, vielleicht den Schlüssel tauschen, ne? Hey, Doc. Du rätst nicht. Ich bin... Och, immer bitte. Vielleicht Boso. Hier, der Schlüssel. Ist euch denn gar nicht aufgefallen, dass ihr mich versehentlich ausgesperrt hattet? Hatten wir das? Wie dumm von uns. Ups. Das wollten die sicher nicht absichtlich machen. Moment, vielleicht kann ich hier jetzt das Laken... Es ist ein außerdem komisch. Ja. Nee, kann ich nicht anziehen. Schade. Hierfür und meine Heraus... Ach so. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und meine herausragenden Social Skills im Umgang mit Fachpersonal. Ja, gute Frage. Wie es jetzt weitergeht, das ist wieder so ein Punkt, ne? Kann ich das Zimmer denn jetzt wieder zusperren? Nö, geht ja nicht. So, dann vielleicht hier mit dem Zimmerschlüssel hier. Hallo, ist da drauf? Die Küche. Das passt denn nicht einmal. Ja. Nein, nicht reingehen. So, wir gehen raus. Dann ins Klo brauchen wir nicht. Haben wir hier sonst noch irgendwas zu finden? Nee. Das ist nur die Spülung. Vielleicht muss ich die einfach ein paar Mal drücken. Cool.
irgendwo das Wasser komplett voll ist oder eben alles leer ist. Ich gehe nochmal in die Wäscherei, vielleicht. Klites Klamotten, ach, die sind da ja drinnen. Was sind Klites Klamotten? Meinetwegen können sie in der Trommel verrotten. Andererseits könnten sie noch nützlich werden. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen, sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Das sind Klimaanlagen. Achso, ja. Ja, Waschmaschine. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Ja, es ist natürlich jetzt eine gute Frage. Hier, das nochmal. Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Verdammt. Gut, okay. Aber wie es weitergeht, liebe Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.